my co-commentator. Wir sehen das Spiel namens Cuphead. Ist ein Bonusgame, es wurde ja gematcht. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, was wir spielen, ob Cuphead oder Mughead. Ich denke mal, Mughead war es, weil die ganze Zeit 100% vorne. Ich kann gern nochmal nachschauen. Ja. Wo habe ich mal? Und es ist Mugman geworden. Mit $30 vorne. Ja, Mugman. Ja. Also spielen wir mit zwei Charakteren. Denn in der Bonuswelt im DLC spielen wir eine andere Erde. Das kommt dann gleich. You could actually do what's known as the fresh expert glitch to start a new file. Let me mal den Originalstream aufmachen. And then again on expert for these speedruns. And if you're here to see specifically the DLC content, do not go anywhere. We go through the DLC aisle very early in the run and then use a lot of the DLC items to go through the base. So even if you're mal gestanden, ja, 300%. Leider nicht so ein Witzer wie bei Donkey Kong mit einem 101, 203%. Aber die 300% erkläre ich dann nachher mal, wie die zusammenkommen. Denk mal, normales Spiel, DLC, DLC? Wer weiß. Ich weiß es. 569 to 539, Player 2 carries the day. We will be playing as Mugman. Das ist ein Timetable. Ein Timetable, was kommt, da kann man ja mit dem Command Schedule abrufen. Jetzt kommt erstmal Cuphead, die nächste Stunde bis eineinhalb. Also, ja. Und dann sehen wir es danach. Send in with your best puns too. Maybe a teacher will be able to read them live on stream. So, with that being said, we are gonna start the run in 5, 4. Und die schreiben gerade Donations und sie suchen irgendwelche Puns. Ja, wir beginnen das jetzt das Spiel Cuphead. Das sieht so aus, wir spielen die 300% Kategorie, das heißt, wir spielen alle Levels, wir dürfen keine Levels skippen, wir sammeln alle Collectibles ein, alle Münzen und machen alle Levels durch. In manchen Runs ist es ja so, in manchen Kategorien, dass wir hier das Tutorial-Level überspringen können, indem wir einfach dann sagen, Exit, dann haben wir es übersprungen. Aber um die 300% zu erreichen, müssen wir wirklich jedes Level einmal durch, dass das dann wirklich auch zählt. Hier am Anfang holen wir dann uns noch einmal 3 Münzen. Dann machen wir jetzt hier das erste Level. Das ist ein One-Gun-Level. Gibt es drei verschiedene Arten von Levels. Es gibt einmal ja, die One-and-Gun-Levels, wo man von links nach rechts durchlaufen muss. Dann gibt es hauptsächlich die Bosse, wo man die Seelen verträgen von Bossen dann einsammelt, wegen der Geschichte. Und dann gibt es ja noch Mausoleums, wo wir dann auf Geister springen müssen. Das war hier ein Skip, das haben wir hier Damage nehmen, wir können uns dann in den Gegner reinstehen und dann mit dem Dash vorbewegen. In früheren Sachen war es ja so, dass wir dann auch den Dornbüschen gegangen sind, dann hatten wir auch einen Damage Boost und dann, dass wir uns dann unter dem Boss durch gedasht sind. Nachdem wir das Level jetzt gemacht haben, können wir zum ersten Mausoleum durch. Das ist ja rechts unten ist. Und beim Mausoleum ist es ja dann so, dass wir dann die Geister, die kommen müssen, dann mit dem Perli berühren müssen. Und Perli ist dann so, die Gegner schießen da und auch Projektile und wenn die Projektile oder so dann so rosa gefärbt sind wie die Geister, können wir auf sie perlieren. Das heißt, dass wir sie dann ausweichen können. Hier ist es dann so, dass wir auf die Geister perlieren müssen und damit verhindern müssen, dass sie dann zu der Urne kommen. So, der Story zu Cuphead ist es ja so, die beiden Brüder Cuphead und Mugman, den wir hier spielen,
gehen ins Casino und verlieren dann ihre Seele an den Teufel. Sie wollen jetzt nicht in die Höhle und der Teufel sagt dann, ja okay, wenn ihr die Seelenverträge von anderen Leuten dann erholt, lasse ich eure Seelen dann frei. Macht das eigentlich einen Unterschied, wie man von den beiden spielt? Vom Stil her? Oder sind die eigentlich nur farblich unterschiedlich? Die sind nur farblich unterschiedlich. Okay. Und von den Fähigkeiten und so sind sie gleich. Hier sehen wir es dann so, dass wir gleich mal die Route ins DLC freigeschalten haben und wir spielen zuerst das DLC durch. DLC geht es ja dann darum, dass wir von der Miss, Krug, Mag, ich habe nicht viel vom Spiel, also viel anderes vom Spiel. Mrs. Clemens, sie ist eine astrale Form und sie hat eine Möglichkeit gefunden, wieder in die Normalform zurückzukommen. Das ist dann so, dass wir ja dann helfen, gewisse Zutaten für die Torte dann zum Holen. Mit der Torte wird sie dann wieder ganz normal. Hier ist es dann so, dass wir wie im Leben-Level hier dann dashen müssen auf die Köpfe. Und wenn wir das dann abgeschlossen haben, haben wir das Level abgeschlossen. Und da bekommen dann auch dementsprechend weiter. Das waren die Pawns. Jetzt kommt Knight, also der Ritter. Hier ist es dann auch so, dass wir ein Perry auf seinen Kopf dann immer machen. Wenn wir es gut dann machen, dann können wir das eigentlich locken, dass wir die ganze Zeit dann auf seinen Kopf dann ein Perry machen, dass wir dann wirklich das so schnell wie möglich dann machen. And we're just able to take the knight quickly there. He takes 20 hits, and if you play this as Cuphead, since his parry is a lot different than his challenge, it takes a lot more time. Yeah, Cuphead hat auch jetzt eine eigene Serie bekommen. Ja, ist nett gemacht und ist auch vom Artstyle her angelehnt am Spiel. Wir sind mal beim Bischof. Ist es dann so, dass wir die Kerzen aufmachen müssen und Perry dann auf den Kopf, wenn man den Winde dann noch rosa ist. Das müssen wir ein paar Mal machen und dann ist das ja auch abgeschlossen. Allgemein kann man hier sagen, die ersten paar Levels sind relativ schnell im Speedrun dann gemacht. Die dauern dann immer so 1 bis 2 Minuten. So, roundabout. Ja, und ist es, bei Cuphead ist es dann immer so, dass man auch immer auf sehr viel achten muss, wo was herkommt, dass man dann wirklich zu der richtigen Zeit dasht und Parry macht und so. Und bei den anderen Gegnern auch zu der richtigen Zeit dann schießt. Wir spielen hier dann im DC auf der Version 1.3. Hier sind wir bei dem Gegner Rook. Hier sieht es ja, sieht ihr dann so, dass er ja, dann Köpfe dann wegspickt. Einmal die rosa Köpfe, die müssen wir dann mit dem Perry in seine Richtung machen, denn damit können wir ihn treffen und das Leben abziehen. Die toten Köpfe davon sollten wir uns nicht treffen lassen, denn die machen uns Schaden. Then already coming up, we have the final boss of the King's Leap, which, as you probably guess, it's the Queen, the most powerful boss in chess. And the most powerful boss in the King's Leap here. We have to jetzt kommt der letzte Boss, das Schloss mit der Queen. Es ist dann so, die drei Kanonen, die man hier sieht, da bewegen sich dann. Und immer wenn die Kanonen dann in Richtung der Queen dann gehen, müssen wir dann auf die Zündschnur ein Perli machen, dass wir dann sie dann beschießen. Dann währenddessen dann auch immer dem Zeug ausweichen und dann auch ein Perli dann machen.
Das war das dann mit dem Schluss und jetzt kommen wir zu der Phase Naptime. Hier ist es dann so, dass wir dann wieder vom Schloss runtergehen, dann wieder auf den Markt gehen. Jetzt sprechen wir hier die drei auf dem Podium an, die geben uns dann Bescheid, welche Krabbenmehle wir dann drücken müssen. Wir kaufen dann währenddessen dann noch die Items an. Wie gesagt, für die 300% brauchen wir dann Collectibles und die Goldmünzen, die wir dann bekommen. Die Collectibles, das sind auch Waffen, die uns dann gewisse Sachen dann geben. Zum Beispiel Schüsse, Waffen, dann auch noch, dass wir anstatt 3-4 Leben haben. Und Noel dann noch mit dem Zug hier noch die versteckte Münze und gehen jetzt zu den Gräbern. Jetzt drücken wir die Gräber an, wie sie die auf dem Podium gesagt haben, und dann kommen wir zu der Naptime. Also wir schlafen und das ist sozusagen dann im Traum. Hier ist der Teufelsfeiter und hier ist es dann so, dass wir dann auf den Teufel dann schießen müssen. Und der Teufel ist der im roten Gewand. Der Engel beachten wir nicht, denn wir fokussieren uns nur auf den Teufel. Kann man irgendwie triggern, dass der sich wechselt, oder wechselt er einfach random irgendwie hin und her? Ist random. Percentage to your file for you to uncurse the cursed relic. And to uncurse the cursed relic, you need to do a certain amount of battles with the cursed relic equipped, which will give you a bunch of negative effects. We're not doing any of the battles with the cursed relic. Jetzt kommen wir zum Level Howling Aces. Explain a little bit further as to what that entails, because jetzt ist dann so ein Flugfeld. Da müssen wir danach wirklich aufpassen, von nichts treffen lassen und da auf den Boss dann den Damage machen. Das ist jetzt sozusagen ein normaler Bossfight, wie das dann für den Rest des Spiels am häufigsten dann ist. Die meisten Bosse haben dann auch mehrere unterschiedliche Phasen, wo sie sich verwandeln und auch andere Fähigkeiten bekommen. The first time I saw this, it really got me. It threw me for a loop here, because the game actually physically changes. Und da will man ja dann so einen Bossgegner dann töten, bekommen wir dann seinen Seelenvertrag, den wir dann für den Teufel dann einsammeln müssen. Jeez, that was a pretty tricky Easter egg versus a really cool game mechanic. Yeah, that was probably the trickiest one for me out of the. Ja, viele hat da hier in dem Spiel irgendwie einen Hassboss oder eine Mechanik, wo sie überhaupt nicht mögen, denn viele Bosse können nervig sein, besonders wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Es hat doch einen sehr knackigen Schwierigkeitsgrad. Das ist aber sehr, sehr nett ausgedrückt. Ja. Das sind wir beim More Time of Weeks. Ja, in der ersten Phase sieht er aus wie ein Zauberer. Dann ist es dann so, wir weichen ihm aus, hätten ihn. In der zweiten Phase wurde er jetzt zu einem Schneegolem. Es ist dann auch so, man sieht, er kann von links nach rechts rollen, dann kann der Pille aus dem Boden stampfen. Und jetzt ist es, dass wir in der dritten Phase sind und er sich dann in eine Schnee-Eisflocke verwandelt. Wobei es Eisflocken ja nicht gibt, aber das sieht eher aus wie Eis anstatt eine Schneeflocke. Der Boss ist ja auch sehr gut, schon vom Damage her. Ich wollte es gerade sagen, es sind noch ein paar Hits, dann ist er gestorben und besiegt. Has the double jump, and the double jump lets you hit more of your shots on higher hitboxes. Normalerweise kommt jetzt auf dieser Route Glamstone, und Glamstone, sage ich, ist einer der coolsten Gegnerbosse in Cuphead vom Style her und wie das sich spielt. Es ist dann so, dass sich die Mine dann zum Leben erwacht. Dann müssen wir hier
gegen den Glamstone kämpfen und gegen die Zwergewichtel, die aus der Mine danach das Gold holen. Und wir müssen dann auch aufpassen. Die Wichtel sind nervig, die tauchen dann auf, machen Schaden. Jetzt kommen wir in die zweite Phase, in dem dann hinter uns ist und mit den Puppen dann spielt. Wir müssen dann auf den Puppen dann Schaden machen. Dann immer schön ausweichen. Da vom Artstyle her sieht man das. Meistens ist es ja so, denn wenn die Bosse dann in die nächste Phase geht, sieht man schon, dass er angeschlagen ist. Hier beim Glamstone mit dem blauen Auge. Jetzt da uns verschluckt und wir befinden uns in seinem Magen und kämpfen dann gegen das Magenzöpfchen. Das ist auch wirklich schön gemacht. Hier ist er gelockt oben beim Gegner und wir können die ganze Zeit Schaden machen. Normalerweise ist es dann so, dass wir uns unten auf die Plattform befinden, dass wir auch von Plattform dann immer hin und her springen und dass wir dann nach oben schießen. Und einmal ein Rummel im Chat, wir haben die 100.000 Dollar schon geknackt. Rummel. Coming up, we have Moonshine Mob. This is just a group of mobster bugs. This next level is the Moonshine level. Es ist dann so, dass wir uns in der ersten Phase hier auf den drei Ebenen hoch runter springen können und dann auf die Spinnen dann den Schaden machen können. Hier sieht man das dann so, der Upstyle, beziehungsweise dieser Thema ist Amerika der 1920er, 1930er mit der Prohibition als Thema. Da sieht man es auch wirklich gut, dass sie den Artstyle relativ gut eingefangen haben, das Thema. Und dass sie damit auch relativ gut spielen. Ja, sind wir jetzt in der letzten Phase. Wir müssen hier gegen den Nasenbär dann kämpfen. Immer dann aufpassen, wenn er dann mit seiner Nase kommt, dass wir uns ja dann nicht von seiner Zunge treffen lassen. Into a bar, and the bartender asks him, "Can I get you something to drink?" And the bar and the anteater says, "No." And then the bartender asks, "Well, can I get you?" Jetzt im DLC ist es jetzt so, dass wir noch gegen zwei Bosse kämpfen. Dann haben wir das DLC abgeschlossen. Jetzt als nächstes kommt Esther. Coming up here, Esther Winchester, the one and only plane fight of the DLC. There's quite a few in the base game. Faserlay, nicht Nase. Jetzt sieht man auch wieder eine neue Mechanik, beziehungsweise ja, das erste Mal jetzt ja hier in dem Wand. In manchen Level gibt es auch solche Flight Levels, das heißt, wo wir uns dann ein Flugzeug schnappen, wo wir fliegen können. Hier im Flugzeug ist es dann so, dass wir einen normalen Schuss haben, wir können Parry machen, wir können uns verkleinern und dann weichen wir auch aus. Das ist noch in bei drei anderen Levels im Hauptspiel so. Ja, passen wir dann auf, sie saugt alles an, wir müssen aufpassen, dass wir dann davon nicht getroffen werden. Jetzt ist der Kessel explodiert und die Kuh wird zu der Wurst. Und man kann sagen, der Kuh ist es nicht Wurst. Gerade mehr, das war hier wirklich sehr knapp. Da ist er gestorben. Wir haben gestorben. Der hatte ja noch ein Leben. Er spielt auch wirklich in jedem Level dann wirklich hart am Limit. Dass er, man hat, der hat das Lebensupgrade geholt. Das sieht man unten links, dass HP dann 4 steht. Das heißt, er kann sich 4-mal hitten lassen. Und wie man seine Spielweise dann sieht, sagt er auch, der nimmt auch öfters mal Damage und Damage Booster, deswegen hat das dann mitgenommen. Manche andere Runner sagen sich da auch in anderen Kategorien, dass er das Bonus-Level eigentlich nicht notwendig ist. Es gibt dann auch eine Kategorie,
Das ist das All S&P Crate. Das heißt, dass man in jedem Level dann auch wirklich die, das perfekte Level spielen muss. Und das beinhaltet auch, dass man sich von nichts treffen lassen darf. Aber zählt das dann zu den 300% oder ist es nochmal separat? Das DLCs sind 100% und im Hauptspiel kann man insgesamt dann 200% erlangen. Und 200 plus 100 sind 300. Also brauchen wir doch die 3 Sterne. Nein. Denn für alle Sterne ist es ja so, wie gesagt, man darf sie nicht treffen lassen. Und hier sieht man es auch bei der Great dann, dass man jetzt ja wahrscheinlich eine A bekommt. Jetzt kommen wir zum Solid-Projekt, zum Salzbäcker. Das ist der Bäcker, das ist der Konditor in der Bäckerei, der uns eigentlich den Kuchen für Mrs. Kessel eigentlich Fräulein Kelch zubereiten soll. Aber er sieht dann, warum soll den, den Kuchen weitergeben, der bringt mir viel mehr, wenn ich ihn selber benutze. Darum ist es ja jetzt der Endgegner hier im DLC, weil er den Kuchen nicht hergeben will. Hier ist das Thema dann wirklich Kochen, Backen. Und die Sachen, die ihr hinten macht, bekommen wir dann vorne zum Spüren. Hier sieht man auch, dass Gemüsepflanzen auch Gefühle haben. Ja, es gibt auch dann im Hauptspiel dann das Botanic Panic Level, wo wir dann auch gegen Gemüse dann noch kämpfen müssen. Ja, das spielen wir dann gegen den Salzbeutel, gegen die Salzstreuer. Die Phase ist ja dann auch gleich rum. Und in der letzten Phase wird der dann sehr. Jetzt kommt die letzte Phase und jetzt sieht man ihn. Was passiert, wenn Salzbeutel wirklich salty wird? Er wird zu Salz. Der Boden ist weg und wir müssen dann dementsprechend nach oben jumpen und, und dann immer wieder auf sein salziges Herz dann Schaden machen. Damit haben wir das DLC abgeschlossen und wir können dann wieder ins Hauptspiel zurück. Wir haben jetzt mit der Frau Fräulein Kelch gespielt und im Hauptspiel spielen wir wieder mit Magman. Josh and Caitlin sending in $50 and saying the best part of January is watching GDQ love you all. And Ogeron donates $50 to PCF and says happy GDQ week and looking forward to all the runs this week. Fortunate to donate more than good luck runners. Normalerweise gehen wir jetzt ganz nach links und das ist jetzt so ein Speedrun, wie man kennt, für 200%, indem wir das Hauptspiel machen. Er spielt doch mit der Fräulein Kelch weiter. Ist es dann so, dass es immer drei Phasen gibt? Zuerst treten wir dann gegen die Kartoffel an, dann gegen Karotte und dann im letzten Step dann, erstmal Zwiebel und dann Karotte. Die Zwiebel hat dann einen Angriff, wenn sie genügend Schaden bekommt, weint sie und von Tränen sollten wir uns dann nicht treffen lassen. Das haben wir aber geskippt, indem wir mehr Schaden gemacht haben. Hier ist es dann auch so, dass wir uns oben locken und mit einer Sprungattacke dann die ganze Zeit Schaden machen. In der Legacy-Version, das war 1.0er-Version war es eher so, dass es ein Weapon-Change-Glitch gab. Das heißt, man hat zwei Waffen und man hat dann andauernd dann die Waffen hin und her gewechselt und konnte damit viel mehr Schaden machen. Damit hat man wirklich auch sehr viele Bosse dann sehr schnell machen können. Wir kämpfen jetzt gegen Whippy und Cranks. Es ist wieder in
verschiedene Phasen aufgebaut. Als erste Phase ist es dann so, dass die Bäume dann auch wirklich auf der rechten Seite sind. Jetzt sehen wir der nächste Teil, dass sich der eine dann rüberfällt, der eine zieht dann ein. Sie werden jetzt zu einem einarmigen Banditen. Und von der Story her, vom Theme her, ist es so, dass wir uns auf ein Schiff, Glücksspielschiff befinden, das wir dann gegen die antreten müssen. Oder nicht ein Glücksspielschiff, sondern ein Vergnügungsschiff. Und immer wenn bei meinen Arm mit dem Banditen der Arm runterkommt, müssen wir einen Parry dann darauf machen. Die Pattern, wie die Plattform kommen, sind dann auch verschieden. Das heißt, entweder werden sie nur auf dem Boden ausgespuckt oder wie man es davor sah, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen kommen und dann Laser verschießt nach oben oder nach unten. Either go to Rootpack first or go to Goopy Legrand first, and we're gonna go take care of Goopy now. But now that we have all these DLC items, all these like late game, like Miss Chalice and Charge. Jetzt kommen wir ins Level Use of a New Goopy Legrand ist der Gegner, und der gehört noch relativ im Posten hier am Spiel. Hier kann man wirklich, indem man das Timing hat, wirklich die Maus weichen und auch seine Attacken dann. Jetzt kommen wir in die zweite Phase, in dem er sich bufft, in dem er dann größer wird. Das ist dann auch wieder wie in der ersten Phase. Aufpassen, dass wir uns nicht liegen lassen. Jetzt befinden wir uns in der letzten Phase mit dem Grabstein. Der geht nach links und rechts, und dann würde er eigentlich eine Bewegung nach vorne machen, indem er dann eigentlich den Grabstein auf uns runterschmettert. Wir haben das aber übersprungen, weil wir mehr Schaden gemacht haben, dass, als ob der dann in die Phase dann rüberwechselt. She would be the strongest, like, out of all the charms anyways, but it's just very convenient at the beginning of the run. Jetzt gehen wir noch ins Airblender Blueprint. Das ist eigentlich nur ein Tutorial, wo es ja dann erzählt wird, so fliegst du eigentlich wie ein Flugzeug. Da wir uns hier in 300% befinden, müssen wir es dann machen. Auch, dass wir dann uns dann ins nächste Level dann überhaupt kommen. Dieses Level ist es Zeppelin mit einem Bossgegner namens Hilderberg. Ist das erst, war im Basisspiel das erste Fluglevel. Die erste Phase ist auch jetzt unterschiedlich Phasen. Das heißt, wie das dann beziehungsweise ja, unterschiedliche Pattern. Also der Taurus, Gimlin und Victarius, wie sie sich dann verwandelt. Wir haben jetzt, Taurus hat ihn gesehen. Jetzt sehen all the weapons in the game, even the ones that you don't own. Dürfte der Taurus gewesen sein. It's a bit scary with 1 HP. It's very optimal to go for the plane levels. Jetzt müssen wir das Schaden machen, dass wir dann in die letzte Phase kommen. In der letzten Phase verwandelt sie sich dann in den Heldenmod. So there's a charm called the parry ring, which will eventually give you a jetzt sieht man die Verwandlung in Halbmond. Das ist auch die letzte Phase, also ungefähr auch das letzte Drittel dann vom Schaden her. Ja, schauen wir dann auch immer, dass wir unsere Superattacke dann so oft wie möglich dann verwenden können. Die Superattacke ist dann die Kanonen, die große Kanonen, die wir dann schießen. Die macht mehr Damage als unsere normalen Attacks. And I wanted to come up with some good Hildeberg puns, but I forgot, and I had a feeling they would have flown over your head. Oh my goodness. Okay, schlaf gut. Dann noch einen kleinen Schluck nehmen, dass die Stimme dann nicht aussetzt auf einmal. put Miss Chalice back on here to do the second run again of the run, Treetop Trouble. We do have to complete all six run guns. Ja, trinken ist immer wichtig. So, auch wenn man nicht viel redet. Also stay head, waited. Ja, wir befinden uns im nächsten Run im Gettle-Level.
Ja, ist es ja auch so, dass wir dann auch wirklich aufpassen müssen, wie wir da durchkommen. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Cache-Playthrough, dass dieses Level, obwohl es relativ ja einfach aussieht, noch wirklich hart ist. Ich habe wirklich doch ein bisschen gebraucht, bis ich dieses Level dann geschafft habe. Besonders dann jetzt gegen Ende des Levels, dann der Level-Endboss, den wir hier sehen, ist in Casual Game Room dann alles andere als nett. Denn wenn wir uns dann auf den Liegen befinden, die die Blätter tragen, dann fliegen sie nach unten. Das heißt, wir müssen uns dann müssen auf die anderen Plattformen rum. Das heißt, so ein Plattformmanagement. Es ist relativ, dass wir uns schnell entscheiden, wie wir es dann machen. Und vielen Dank für deinen Sub, Genetica. Und guten Abend. Dieses Level ist es ja, Floral Fury Level ohne Kämpfen gegen Cacne Carnation, gegen die Pflanze. Das ist dann so, die Plattform brauchen wir dann nachher, denn er kann dann eine Fähigkeit machen, indem der Boden dann belagert, wie man es hier dann sah, deswegen die Plattform, dass wir da ausweichen können. Jetzt ist es dann auch so, dass man dann nicht mehr auf dem Boden kann und uns nur noch auf den Plattformen befinden können, ohne Schaden zu nehmen. So that does it for aisle one. We just have to go back. There was an NPC just to the left of this level that was originally blocking a coin, but once you complete all the bosses on the first aisle, you're able to grab. Und das war oh jetzt die erste Insel. Das war der erste Abschnitt der Insel, den wir gemacht haben. Jetzt gehen wir ins Dice House und treffen dann den. Bevor wir ins Dice House gehen, holen wir uns noch hier die versteckten Münze ab. So viele NPCs, die auf der Karte sind, geben einen Münze. Mr. Darius ist dann gegen Ende dann auch noch ein Bossgegner. Er ist sozusagen die rechte Hand des Teufels. Wir haben ja auch gesagt, dass wir uns am Anfang hier versorgen. Verspielt haben, dass wir uns dann als Wetteinsatz unsere Seele hatten und wir verloren haben. Und das in ein Casino. Und das Casino war vom King Dice dann auch. Wir befinden uns jetzt im nächsten Level im Sugarland Jimmy mit Boss Bernessa von Bonbon. Hier ist es dann so, dass verschiedene Süßigkeiten kommen, wie zum Beispiel jetzt die Schokoladentafel hier, der Spender und so. Das ist völlig random, welches Pattern jetzt kommt. Die nächste Phase ist dann so, dass das Lebkuchenhaus oder Süßigkeitshaus jetzt sich bewegt. Wir haben in dieser Phase ordentlich sehr Schaden gemacht, dass wir den relativ gut können. We do have another run and gun coming up here as well, Funfair Fever, which some of you may hear the music and it's very reminiscent of the athletic theme in Super Mario World. It's definitely some inspiration there. Has one of the best, what it's one of the best music tracks of the game in my opinion. We'll go to that shortly here and you'll see what I mean. Jetzt kommen das nächste Level ist wieder ein Run and Gun Level, das ist Funfair Fever. Double jump and just stay in the air with your dashes and skip some areas. Und man sieht es ja auf dem Artstyle, jedes Level Boss hat irgendwie eine andere Thematik, was er behandelt. Hier sind wir jetzt auf einem Jahrmarkt. Ja, ich hatte auch wieder einen Damage-Bus genommen, indem wir uns dann noch runterfallen lassen haben. Jetzt das ist dann so, dass in vielen Levels, wo es dann heißt, es ist kein Boden da, dass wir dann nicht One-Hit auf einmal sterben, sondern erstmal Damage bekommen, dass wir uns dann wieder hoch katapultieren können. Das nehmen wir uns in vielen Level dann zum Nutzen, dass wir dann irgendwie einen Skip dann hinbekommen können.
bin auch immer wieder erstaunt, wie schnell der die ganzen Bosse oder Halbbosse jetzt da platt macht. Moving forward here, we have another cursed relic right here. We're going to equip the cursed relic to fight Wally Warbles. And yeah, like the plane levels, man, they're fast to do with the cursed relic, but they are terrifying. Yeah, on expert, Wally's egg attacks are no joke, and I think it's safe to say they can't be ignored. Jetzt kommen wir zum Wally Warbles. Wieder ein neues Fluglevel. Oh, immer gegen den Vogel kämpfen, ist er, gibt da wieder drei Phasen, weil die meisten Bosse haben dann drei Phasen, manche Bosse haben dann sogar vier oder fünf Phasen, aber das ist eher in der Unterzahl, die wirklich meisten Bosse dann drei Phasen Bosse. Die ersten Phasen müssen wir gegen ihn dann kämpfen, wie er dann hier im Vogelhaus ist. Dann in die zweite Phase, die jetzt kommen sollte, sehen wir dann hier einen kleinen Vogel, also sein Nachkommen sozusagen oder sein Kind. Hier bewegt er sich und dann der Kreis, der um rumgeht, da sollte man auch aufpassen, dass man sich nicht hitten lässt, denn deshalb gibt er dann auch wieder Damage. Not exactly sure why, but yeah. Und jetzt kommt er dann wieder zurück, wieder auf der Trage ist, als gerupfter Vogel. Ja, schauen wir, dass man noch so viel wie möglich Damage drauf macht, dann ist er auch besiegt. Und jetzt wird er gesalzen und gepfeffert. Auch. Next, we're going to take what looks like an inefficient route through the island, but it's actually required to get a hidden coin from one of the NPCs on this isle. So we're going to take a shortcut here behind the mountain, and we're going to go face off. Jetzt bin ich auch selbst gespannt. Das nächste Level ist ja ein Level, wo der Boss sogar fünf Phasen hat, wobei man die letzten zwei Phasen dann, wenn man genügend Schaden hätte, skippen kann, wobei er dann ein anderen Weg nimmt, man kann in gewisser Art und Weise dann auch selbst bestimmen, wie die Route ist. Er will den Gegner dann man zuerst besiegt und dann zuletzt. Ja, gegen Drachen ist es so, zuerst auf dieser Phase ist es dann so, dass er auf der rechten Seite ist. Nachdem die Phase 1 dann abgeschlossen ist, kommt die nächste Phase, wo der dann zum dreiköpfigen Drachen wird auf der linken Seite. Nein, zuerst ist er noch einköpfig und dann in der letzten Phase wird er dreiköpfig. Hier ist es dann so, dass er so wenig wie möglich Schaden nehmen will, denn jetzt geht er auf den Damage Booster in den Boston meistens rein, ohne den runter. Wie man es dann hier sieht, Damage Boost und so viel Damage wie möglich auf den Boss. Wirklich auch, er macht es wirklich sehr gut mit Lebenskontrolle. Er hat beim meisten, der Phantom Train ist relativ am Schluss, das ist das letzte Level. Also Phantom Train, dann King Dice und dann kommt der Devil. Das heißt, wir brauchen noch Gott. Juggling parries for that entire fight. I'm going on, this is my personal favorite run and gun, just because it has this really cool upside down. Panos Fuasel is wieder ein run and gun level. I actually switched to Mugman for this level because it makes it a little easier. Because of part of Miss Chalice's mechanics. Hier ist es dann so, dass wir dass die Gravitation dann umgedreht werden kann, indem wir dann auf die Karten parieren. Das heißt, wenn wir auf die Karte einen Parry machen, dann befinden wir uns entweder unten oder oben, je nachdem, wo wir davor waren. Also Gravitationsumkehr. Every time you get a parry as well, like something that people don't talk about that much, it actually freezes the screen for 10 frames, so that actually makes things go quite a bit slower.
you consider that like every six parries you're just... ja, es wird wahrscheinlich wieder einen Trash-Block geben. Wait, so being more skillful... Und Mondschein... Nee, Quatsch, und... ich kann den Namen nie aussprechen. Milior? Keine Ahnung. Ja, es ist wieder GDQ-Zeit. Und ja, wir haben schon oft angekündigt, aber wieso lest ihr nie unsere Tweets oder unser Discord? Denke ich, kann man sich relativ gut merken, dass GDQ wirklich von heute beginnt in der ersten, zweiten Januarwoche dann meistens, wobei die zweite Januarwoche und dauert eine Woche. Und das SGDQ ist dann im August. Nach dem SGDQ ist meistens dann ESA. So merke ich es. Ich es mir. With donations like Inkjet Fire 911 sending in $50 saying incredible to watch the skill on display. Ja, wieder ein Mausoleumslevel. Ja, wieder einfach Tagi auf die Geister. Salmon Buffalo, who says throwing a couple of coins towards this amazing cause. Jason, you're on the big stage now, so don't botanic panic and cause a carnival kerfuffle, or else you'll need to do the bootlegger boogie to avoid high seas hijinks. Best of luck on the run. Much love, Salmon. Salmon, great job, man. Lay, bist du sicher, dass der am 12.01. anfängt, der Trash-Block? And we're gonna go put the cursed relic back on, because we're coming up on another plane level. The Jimmy the Great fight. Immer wieder sehe ich hier so Trash-Block-Spiele, aber. Jimmy the Great's probably my favorite boss in the game, just because the, really cool the fight boss. Has very cool progression. Yeah. And it's a very difficult fight with the Curse Relic here, so I'm going to concentrate. Ich sagte halt, bin lieber nix zu. One of the secret phases, there are four now with the DLC. One of the secret phases in the game, but it is not faster for this run. So, yep. Jetzt ist es ja, dass man gegen Jimmy the Great spielt. Dieses Boss hätte sogar dann 5 Phasen. Früher konnte man da Phase 4 und 5 skippen. Ich bin mal gespannt, ob wir das auch hinbekommen, denn wenn man in der Phase bis zu Phase 3 dann wirklich, nee, in der Phase 3 genügend Damage dann machen, dann können wir Phase 4 und 5 dann überspringen. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Phase. Es ist dann so, dass wir dann immer dann auf die Blöcke schießen können, wo sich das bewegte Gesicht befindet. Wir müssen das auch wegschießen, dass wir uns dann den Gang dann da durch bahnen können. Das hat Fahrt. Und hier ist es dann so, wenn wir hier genügend Schaden machen, skippen wir die nächsten 12 Phasen. Wobei, wie es aussieht, hat das jetzt nicht geklappt. Nein, hier haben wir dann die Wooden Marionette-Phase. Das ist die Phase 4. Und die fünfte Phase ist dann noch der große Genie. Ja, es gibt noch einen Punkt, wo man wirklich an den Boss gehen kann, wo man eigentlich nur auf ihn schießen kann, wo man dann kein Damage bekommt. Jetzt befinden wir uns in der letzten Phase. Sollte aber, glaube ich, auch dann nicht so besonders nicht lang dann sein. Nicht mal gesagt, schon ist es vorbei. Ja. Und gesagt, aber ja, obwohl Cuphead einen doch knackigen Schwierigkeitsgrad hat, wenn man sagt, ja, okay, ich bin eine Chance und ich würde dem Spiel auch Zeit geben, dann kann das Spiel auch sehr viel Spaß machen, indem man dann immer sieht, okay, wenn man stirbt, man ist so und so weit gekommen, wenn man sieht, ah, es hat nicht so viel gefehlt, der Boss wäre fast besiegt gewesen, spannt es einen an. Zum Beispiel mich spannt es dann an und somit ist es dann auch wieder ein Ding, wo man dann sagt, ja okay, ich will es weiter probieren, ich will es jetzt machen. Und das ist das Konzept von Cuphead.
Ja, es ist schwierig, aber zu. Ja, es ist schwierig, ist es gemein, teilweise, aber es ist, es belohnt einen aus, ja, wenn man das dann schafft. Wo belohnt das Spiel einen, da kommt ein Excel-Boss, der noch schwieriger ist. Ja, aber wenn man es dann geschafft hat, kann man sagen, ich habe das Spiel durch. Very effective to swap weapons quickly if you have EXs. It's it requires a specific timing, but even on the current patch, swapping weapons is extremely good. And ist es dann so, dass wir dies ist wir befinden im Diff-Modus in der letzten Phase des Boss befinden uns. Ja, wir haben uns hier in der letzten Phase gefunden. Wenn mich jetzt dann nicht komplett wirbeln, haben wir jetzt diesen Abschnitt, einen Weltabschnitt dann geschafft, dass wir dann jetzt in den nächsten Weltabschnitt kommen. Wie du durchs Dice haust. If I may, we've got $25 from Aura, who says, at first I was worried James was in mug. Und Darth Anakin, viel Spaß bei der Arbeit. Jetzt sind es noch insgesamt 11-12 Levels, die kommen. Wir sind bei der Zeit von 43 Minuten, das heißt, der WR war bei 1 Stunde und 4 Minuten, Aura gehalten vom Jason 2890, der Runner, der es jetzt zeigt. Wir sind 2-3 Mal gestorben, das heißt, von der Zeit her 1 Stunde 10 bis 1 Stunde 15 wurde schätzen, das heißt, wir sind jetzt, das dauert jetzt noch knapp eine halbe Stunde. Ja, bei dem Level ist es dann ein bisschen anders, dann das Level geht horizontal nach oben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so weit unten stehen, wegen dem Honig, den kommt. Und dann, wir müssen dann gegen die Biene hier antreten, gegen die Könige. Das war das Flugzeug, das war die letzte Phase und dann haben sie auch besiegt. Das war der Gegner Rumor Honey Bottoms. But coming up next, we're actually going to see another unique DLC mechanic that they added here. So if you circle around in place repeatedly, quickly, you summon the game Genie. And this allows you to double your health at the start of the next level on simple or regular difficulty. But even if you're on expert, it allows you to have double health for running. It's by to Walker Twitch. This is auch wieder ein Gun Level. Wirklich schnell durchdüsen von One Gun Levels. Das ist. Nach diesem One Gun Level kommt dann nochmal ein One Gun Level. Aber, und das war's dann. Und die anderen Levels, die wir dann sehen, sind auch wirklich reine Boss-Levels dann noch. Wobei bei King Dice ist es ja dann so, das ist ein Boss mit mehreren Minigames sozusagen, beziehungsweise mit mehreren Minibossen und dann noch gegen King Dice persönlich dann in dem Level. Müssen wir noch den Club dann wegrennen, aber das ist für die meisten. Jason's at 5 HP. There's a lot of damage boosting that can be done here. But just skip this entire chasing section and just wirklich dann über die Plattform dann nach rechts bewegen und es kann auch relativ knapp dann werden. There's a pretty cool skip you can get with that that he's gonna go for. We'll get into that in a little bit here. Coming up next, we're gonna do the next two fights with the cursed relic. Everyone's favorite Dr. Cal is coming up here, which is often cited as one of the hardest fights in the game, and we're gonna be doing it with the cursed relic at 1 HP. So wish us definitely one of the critical points of the run. Yeah, Chunk has the life smitten Dr. Cal's robot. I'll
Ja, der dann O3 fassen. Also zuerst müssen wir ja oben auf seine Antenne schießen. Dass wir ihn dann weiterbekommen. Jetzt ist es so, dann so, dass verschiedene Sachen dann wir hätten können. Dann brauche ich jetzt, befinden wir uns in der letzten Phase, indem wir dann auf sein Herz schießen und dann ist er dann auch so weit dann fertig. Ich bin mal gerade für ein paar Minuten weg. Ja. Nice. Going into the final phase with 2 HP, it's really, really good. There's going to be a bunch of parries. Ah, okay. Ah, da hat den Damage-Skip nicht hingebracht. Ich bin davon ausgegangen, dass der auf den Damage-Skip geht. Viele Damage-Skips wurden ja gebugt, fixed, wurden geändert. Ich habe es vorhin angesprochen, dass es früher mal einen Switcher-Glitch gab. Wirklich mal in der Legacy-Version. Und jetzt, den haben sie dann in der Version 1.1.1.2 dann gefixt. Wir befinden uns allgemein mit dem DLC hier auch in der Version 1.3. Ja, nach dem Dr. Karl und jetzt auch wieder meiner Meinung nach coole Gegner vom Artwork. Das Level, das als nächstes kommt, ist der Shooting in Linking. Ein Captain Pony Bird. Nein, das war ein anderes Level, was ich meinte. Wobei, ich bin in der Zeile weiter verrutscht. Marine Cops heißt das Level mit Werner Wehrmann. In der ersten Phase sieht man dann so, dass die Maus in der Dose ist. Jetzt kommen wir gleich in die zweite Phase. Gut, kannst du dann die Maus dann frisst. Und dann kämpfen wir gegen die Katze und dann am Schluss sehen wir, was aus der Katze geboren ist. And just keeping it is pretty strong. You don't know what weapon you're gonna get if you EX here to try and boost your damage. And so the consistency is very valuable. Oh my goodness! I made a miscalculation there. Vom Artstyle her und hier ist er leider gestorben, weil er zu viel Damage genommen hat. Vom Artstyle, vom Design her kann man wohl sagen, dass das Spiel von, beziehungsweise das Spielstudio, das Cuphead hergestellt hat, mit dem Namen Studio NBHR, das wurde von zwei Brüdern wirklich ein Fable dann für alte Disney-Zeichentrickfilme und so, muss ich es dann auch anlehnen. Und es wurde wirklich dann die Grafiken und die Charakterdesigns, die Level waren gezeichnet und dann digitalisiert, auf was man auch relativ gut steht. Die Entwicklung vom Spiel begann ja auch schon im Jahr 2010. Im Jahre 2017 kam das dann raus. Thank you. One thing you'll notice with the cursed relic that I was doing toward the end there is that now the relic is getting closer to being uncursed. It is allowing us to use our parry as the whetstone charm. Somewhat frequently, in that fight it was every two or three parries was giving us a whetstone hit, which allows your parry to turn into an. Jetzt muss ich immer hier wieder im nächsten Terrasch. Ja. For this fight, we are going to go to Captain Brinybeard. Ich habe vorhin hier in Listen hin und her hüpfen bei Nutzen, bis wir mehr rein. Sweet One Notes sind von Cuphead, die ich dann habe. Cuphead ja auch sehr viele Kategorien hat, die gewandt werden und auch wo schon auf Events wie GDQ gezeigt wurden.
Unter anderem, jetzt sieht man jetzt in 300% fahren, was das Basisspiel und das DLC ist. Es gibt, wie vorher angesprochen, All S&P Crits, das Häuser, wo man sich nicht hitten lassen darf. Es gibt Low Person, es gibt 1%. Es gibt wirklich viele verschiedene Kategorien, die auch sehr gut gewandt werden und auch von mehreren gewandt wird. Ich sehe bei den Runs immer nur Boss Rushes, aber gibt es neben dem Level am Anfang noch weitere? Ja, das ist sind die One Gun Levels. Es gibt im ganzen Spiel ungefähr 4-5 One Gun Levels. Und es gibt ja auch dann noch die Mausoleum-Levels, wo man im Mausoleum ist, wo man auf den Geister dann Party-Sprung machen muss. Und hier finden wir uns auch wieder im One-and-Gun-Level. Da ist dadurch geschuldet, Boss Rush, dass es eigentlich nur Boss Rush ist, von der Geschichte her. Die Geschichte ist ja so, der Teufel sagt ja uns, will mir nicht in die Hölle wollen, will der ja die Seelenverträge von anderen haben. Und wie bekommt man die Seelenverträge von den anderen, indem man sie dann besiegt und dass sie uns die freiwillig geben wollen? Jetzt haben wir auch gerade einen kleinen Fehler, in dem der dann wirklich, das war kein Fehler, da war noch was versteckt. Ja, man macht auch wirklich über lange Strecken dann Damage Boost. Er nimmt Damage, er macht einen Dash nach vorne, Damage. Dash und damit skippt er relativ viel. Darum hat er dieses Level auch in 52 Sekunden abgeschlossen, anstatt Casual, was hat man da? Eventuell 5 Minuten, also ein Fünftel der Zeit als ein Casual. Das ist das Heisy High Chinks Level mit der Carla Maria. Das ist auch das letzte Fluglevel, was wir hier dann in diesem Wander sehen, beziehungsweise auch das letzte Fluglevel dann im Spiel hier. Und ja, mein Up-Down-Level, das hat man dann vorher gesehen. Das war das Bienen-Level. Das Level heißt Honeycomb Herbald mit der Rumor Honey Bottoms, also mit der Biene. Das ist ein dann Level, ein Boss-Level, wo man von unten nach oben dann springen muss. Weil dann unten dann dementsprechend der Honig dann immer zu einem hinkommt und wir dann nicht in den Honig gehen wollen. Die zweite Phase bei der Carla Maria ist war jetzt ziemlich kurz. Wir finden uns jetzt in der letzten Phase. In der zweiten Phase war es ja, Medusa mehr wurden dann einmal kurz eingefroren, versteinert und haben das aber trotzdem relativ schnell gemacht. Die Phase 3 ist ja dann nur Kupfer und limitieren Schlangen. Jetzt kommen wir in das viertletzte Level in dem Namen Primatic Fanatic. Beziehungsweise als Models-Limon wurde ja gemacht. Primatic Fanatic ist als Level an sich ohne coole Idee. Wir befinden uns hier in einem Theater und treten gegen Sally Stageplay an.
In der ersten Phase ist sie noch ganz normal. In der zweiten Phase hat sie dann vor allem dann ihren Schirm, was sie dann benutzt. Die dritte Phase ist dann die Todesszene und die Phase 4 kämpfen wir gegen sie als Engel. Saves you quite a bit of time on just screen transitions, because there's a lot of lengthy screen transitions for this fight. Oof. Oh, boy. Nice. Thanks. Neben Theater, das er dann ist, dass er dann über mehrere Jahre geht. Wir finden uns jetzt in der letzten Phase, da war es ja ein Engel. With that skip that he got, it is very fast time. Yeah, still save a significant amount. Yeah. I think I played that as best. Yum. Die Netflix-Serie erklärt Sachen im Cuphead-Universum. Zu 100% liegt die Story nicht, weil es ein bisschen abweicht. Oh my goodness, I was gonna say. Die waren nicht schlecht. Man hat sie ansehen können. Ich hätte mir leider mehr erhofft, aber muss ich irgendwo dann zum Sehen. Jetzt, viele haben es vorher gesagt, dass Will, das Train Level, wir befinden uns jetzt hier. Das ist dann der Real World Wrath mit Phantom Express. Und hier ist es dann auch so, dass wir uns dann nach links oder rechts bewegen können, indem wir dann bei unserem Fahrzeug auf den Hebel links oder rechts dann Parry machen, dann können wir uns sagen, wir wollen entweder nach links fahren oder nach rechts fahren. In jeder Phase fahren wir dann auch einmal ein gutes Stück nach vorne, wo wir dann gegen einen Angriff des Bosses dann antreten müssen. Die letzte, ja, okay, jetzt befinden wir uns in der letzten Phase, wo wir noch gegen den Kessel dann antreten müssen. Wir müssen hier auch auf sein Herz treffen. Hier braucht es dann ein paar Hits und dann Level. Oh. Jetzt kommen wir in die letzten zwei Levels. Einmal, wo jetzt gegen den King da ist, wo es ja mehrere verschiedene Minibosse dann gibt. Das ist dann so, dass wir dann eigentlich dann Würfel um ihn, der Würfel sagt dann, wie weit wir dann vorkommen. Es gibt dann insgesamt 12 verschiedene Unterlevels wohin geht der gerade? You better bring your best funds or you won't have a ghost of a chance. Ah, would that I could have read that just er geht nochmal in den Shop und gibt das gesparte Geld aus. Sehr. Links oben sehen wir es ja dann 35 Gold und die 300% höchstes Laden. Wir sammeln wirklich jede Goldmünze, Collectibles und so. Jetzt haben wir alle Collectibles gekauft. Und damit haben wir jetzt das auch abgeschlossen. Jetzt geht er noch ins letzte Mausoleum. Nach dem Mausoleum gehen wir dann zum King Dals und dann zum Teufel danach. Es gibt als Kategorie, One-Kategorie, beziehungsweise allgemein auch noch das Spiel auf Simple, zum Beispiel zum One. Bei Simple sieht es dann so aus, dass wir dann nur maximal zum King Dice kommen. Und wenn wir dann wirklich gegen den Teufel dann antreten wollen, müssen wir das Spiel eigentlich auf Normal Minimum dann durchspielen, dann können wir wirklich auch gegen den absoluten Endboss dann antreten. Alternativ sieht das Spiel dann auch so vor, wenn man dann so weit gekommen sind gegen das, dass der Teufel uns dann vor die Wahl stellt. Entweder geben wir ihm alle Seelenverträge und wir sind dann frei, was unser Ziel war, und wir sagen,
Nein, wir geben dem Teufel nicht die Seelenverträge, die wir alle gesammelt haben. Und dann müssen wir gegen den Teufel antreten. Bei ihr Luck, ja, wir müssen ins, jetzt ins Casino im King da ist. Ich finde es halt so erstaunlich auch, dass ein Spiel, was fast nur aus Boschwashes besteht, noch so eine Hintergrundgeschichte hat. Das ist halt genial gemacht. Ja. Wobei die Hintergrundgeschichte ja relativ einfach gestrickt ist, aber dafür gut durchdacht. Es ist dann so, dass es 9 verschiedene Minibosses dann gibt. In den anderen Kategorien ist es ja so, dass wir es manipulieren können, dass wir dann meistens dann nur 2 Mini-Gegner, Mini-Bosses besiegen können. Viele machen da unterschiedlich Präferenzen, welche Mini-Bosse sie jetzt am liebsten machen und welche sie nicht machen. But we like to include it as part of the 300% category because it does fill out your checklist. Beziehungsweise für die 300% müssen wir, glaube ich, alle Minibosse machen. So war es ja. Das heißt, wir sehen 9 verschiedene Minibosse. Plus die King Dice dann auch. Die kommen teilweise dann auch immer durcheinander durch die verschiedenen Kategorien. Und von Cuphead, wo ich ja auch schon kommentiert habe, wo ich mir auch angesehen habe. Irgendwann kommt man da durcheinander. We're really rolling through these, huh? Yeah. There's some really good puns at the end chat. Yeah, they're definitely chipping in with some good ones. Nachdem wir die 9 verschiedenen Minibosse dann besiegt haben, treten wir gegen King Dice an. Hier sieht man es, warum es nicht gut ist zum Rauchen. Es ist heiß und man bekommt rauchige, aschige Orte. Und so he's doing extra damage while also making sure he doesn't need to move or stop shooting. It's very, very good. Beim Minibossen hier ist er kurz noch mal erwähnen. Die haben weniger Leben als die normalen Bosse. Die sind auch Minibosse. Wir haben als Thema Dominosteine. Ich bin gerade nochmal unten, den nächsten Kommentator nochmal einweisen. Ich komme gleich wieder zurück. Ja, okay. Whetstone is extremely good. Jetzt sind wir alleine, jetzt können wir auch Unfug betreiben. Ach, Spaß. Leute sind noch hier dabei, um uns diesen guten Cuphead-Run anzusehen. Und ich kommentiere nur für euch. Es ist auch noch zu erwähnen, hier ist es dann auch wichtig, im Leben aufzupassen, denn wie ihr es hier seht, den Bossen davor hat er wirklich nur wieder mal Damage Skip gemacht, indem er sich damagen hat lassen, wo das die Bosses dann schneller machen konnte. Hier ist es dann so, er muss auch wirklich gut aufs Leben aufpassen, denn das geht durch das ganze Level hier dann durch. Das heißt, jetzt hat er sich einmal hitten lassen, der hat noch 3 Leben. Es gibt dann nach einem festgelegten Sachen, das heißt, bei Miniboss 9 bekommt er dann wieder ein Leben und man sieht dann das Herz dann über der 9. This one's really tough. You gotta make sure you're not horsing. Endlich ist ein gutes Deutsch zu einem Boss, was ja nicht schwer. Ja, wobei immer, ja.
Ich würde mal vermuten, dass ich das mit den Arts, also mit den Designs, dann auch wirklich die meiste Zeit reingeschickt haben. Boss-Mechaniken und so, würde ich dann sagen, dass sie da Urzeit reingesteckt haben, aber nicht so viel wie am Design. Und, ja, und die Story ist eigentlich relativ simpel gestrickt und aber gut erklärt. Hier waren wir bei Sin, das heißt, nach ihm kommen dann noch zwei Minibosse, die erstmal gegen den Geist dann. Hier ist es dann so, dass wir uns da unten nicht aufhalten sollten. Unten bekommen wir dann Damage, wir können die Plattform dann aktivieren, indem wir dann auf sie springen und dann Parry machen, dass wir sie dann aktivieren können. Wir haben alles von Hand gezeichnet. Ja, es sind alles von Hand gezeichnet und digitalisiert, kolorisiert Hans ist dann in Photoshop, was ich mal gelesen habe. Und es waren ja auch die zwei Brüder, die ja am Anfang ja, das Studio dann erstellt haben, gegründet haben. Waren, glaube ich, sogar Kanadier. Ich glaube, das waren Kanadier aus Toronto, aber da kennt mich jetzt gerade das so habe ich es gerade noch im Hinterkopf. Ja, jetzt sind wir beim letzten Minenboss und nach dem Minenboss kommt dann Kindes. There is a small skip he's going to be going for here at where he can kill the monkey before matching the last card, and it can be sometimes pretty tight to get, but yeah. We're going to try his best here. Hier müssen wir dann schauen, dass wir hier ist es dann ein Memory-Spiel, aber wir sollten dann schauen, dass wir den Mini-Boss dann, bevor wir die letzte Karte dann ziehen, dann besiegt haben. There are 12 boards on expert, so you can potentially memorize them if you study which boards are which and recognize them early enough. All right, here comes the nuke. Oh yes. Nice, dude. Da bin mir auch gerade nicht sicher, ob die Karten dann gerade zufällig sind oder nicht. Ich glaube, die sind nicht zufällig. Jetzt kommt King Geist. Jetzt kommt er mit seinen Tricks hier auf den Karten, wo dann raus das sind, können wir wieder ein Parry machen. Wir müssen seinen flinken Händen dann immer ausweichen. Und hier ist es dann auch wichtig, dass wir dann nicht so viel Damage genommen haben, dass wir dann wieder auch hier einen Damage Boost nehmen können, dass wir ihn schneller besiegen können. Jetzt werden wir normalerweise vor die Wahl gestellt, sollen wir uns jetzt die Soul Contracts, also die Seelenverträge, den Teufel geben und das Spiel jetzt somit schon abschließen? Oder sollen wir entscheiden wir uns dagegen und sagen, wir kämpfen gegen den Teufel? Ja, gesagt, dass man die auf Expert wirklich auswendig lernen muss, weil das Pattern wohl immer gleich ist. Ah, okay, gut zu wissen. Jetzt sind wir beim Teufel. Der Teufel hat jetzt auch dann wieder drei Phasen. Die erste Phase ist dann. Ja. Dass er auf dem Thron hockt in der zweiten Phase, geht er jetzt einen Gang runter. Wir kämpfen dann gegen den größeren Teufel. Da oben in der Plattform müssen wir dann aufpassen. Und die letzte Phase, beziehungsweise die letzte Phase erinnere mich nicht mehr. Ich habe es auch gerade hier nicht aufgeschrieben. Das
sieht man jetzt auch seine Lakaien dann noch links und rechts am Rand, die uns Damage machen wollen. Ah, Knockout. Dauert einen kleinen Augenblick für Time. Time ist dann. Müsste nach genug sein, wenn es dann in den nächsten Screen geht. Ja. Eine Stunde zwölf, ja, okay. GG. Lag ich mit meiner Schätzung zwischen 1,10 und 1,15 relativ gut. Ja. Na, man, wir haben jetzt gute Story dazu. Search Contracts, die Seelenverträge, den Teufel nicht gegen meinen Teufel besiegt. Alle feiern uns, dass wir sie endlich dann freigelassen haben, dass er und sie jetzt ja nicht mehr den Teufel was schulden. We have all three super arts, although we didn't use any of them for the run. We have all the charms, including the divine relic and the checklist. Weißt du, ob da irgendwann noch mal so ein zweiter Teil rauskommen sollte von Cuphead oder ob die Story in Anführungszeichen damit abgeschlossen ist? Müssen wir mal schauen. Es gibt ja momentan zwei Staffeln von Cuphead als Serie. Ja. Mal schauen, wie das jetzt mit der dritten dann aussieht, ob sie da neue Ideen haben oder so. Ja, da bin ich ja nicht sicher. Da müsste man mal schauen. Hätte sein können, dass du es zufällig weißt. Ja, leider nicht. L2 ist in Entwicklung, wie ich gehört habe. Ah, okay. And I hope you enjoyed the run and thank you all so much. Yeah, the Lucio's Last Chorus is the DLC. This DLC wurde ja auch gespielt. Im normalen Hauptspiel kann man ja insgesamt 200% sammeln und wenn man im DLC alles sammelt, sind es auch 100%. Wir sind auch jetzt heute im 300% Run. Das heißt, dass wir das DLC komplett durchspielen und das Hauptspiel. Und das DLC ist ja Delicious Last Course. Thanks very much, Jason2890. Und ich bedanke mich schon mal für dein tolles Commentary. Ja. Gerne folgen,